Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ellen Stempel Grüße Haßfurt. Heute mit einer Möwenkatte. Keine Angst, eine Möwenkatte, da braucht man jetzt keinen Möwenstempel, um eine Möwenkatte zu machen, sondern wenn man sie so oder so anschaut, dann heißt die deswegen wahrscheinlich so, weil die Flügelform vielleicht so, ne? Es erinnert ein bisschen an eine Möwe, ja, wenn sie fliegt, ne? So Querschnitt. Okay, weil ich habe nämlich am Anfang auch gedacht, das ist ja zu unserem Insta-Hop. Und da habe ich auch erst gedacht, Möwenkarte, toll, es hat doch nicht jeder eine Möwe als Stempel daheim. Naja, okay. Dann wurden wir, die es nicht wussten, aufgeklärt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich mit. Ich habe mich im Internet umgeschaut und habe ein Beispiel gefunden bei einer Kollegin. Ich habe mir jetzt dummerweise aber nicht gemerkt, wie die heißt. Ich glaube auch eine Stampin' Up Kollegin, aber nicht aus unserem Team. Aber ist ja egal. Wenn ihr Möwenkarte eingebt, dann kommen einige Anleitungen auch auf Englisch. Seagull heißt es, glaube ich, dann. Und ja, und die basteln wir heute. Hier habe ich gearbeitet in Brombeermus mit dem tollen Designerpapier. Warte mal einen Moment. Ich bin natürlich wieder nicht so toll vorbereitet, aber ich habe es aus dem Jahreskatalog, aufmerksam durch die Natur. Das sind so in Aquarelloptik, finde ich sehr schön. Und da kann man natürlich dann auch, teilweise sind Blumen drauf oder wie so leicht angedeutet Landschaft, so Himmel und Wasser und so. Also ich finde es wunderschön, wir hatten ja schon mal was Ähnliches. Ocean irgendwas war auch einmal letztes oder vorletztes Jahr auch einmal was und es ist gut angenommen worden und ja, ich finde es wunderschön und die Stanzteile habe ich in Glitzer mit einem älteren dunkelgrünen Glitzerpapier ausgestanzt und Steinchen drauf, ja, und hinten auch zwei kleine Schriftfelder, wenn man noch ein paar liebe Worte schreiben will. Okay. Also, ich habe vorgearbeitet und sag euch, was ihr braucht. Ich schreibe auch noch einmal unterm Video, schreibe ich auch noch einmal die Materialien und die Maße rein, falls ihr jetzt nicht richtig aufpassen könnt. Okay, also zum einen braucht ihr ein Farbkarton in 21x21, den halbiert er, egal an welcher Seite, ist er gleich, bei 10,5 und dann wird er wie folgt gefalzt und zwar an der langen Seite natürlich, bei 5,5, bei 10 und bei 16 und dann habt ihr hier links, wenn ihr es dann so aus der Schneidermaschine rausnehmt, dann habt ihr das zweite von links ist 4,5 cm breit. Das macht ihr zweimal. Folglich habt ihr zweimal das gleiche Teil. Und das legt ihr dann so gegengleich vor euch hin. Und so wird es dann auch, das machen wir jetzt gleich. Ich sage euch die Maße und Materialien bei den Sachen dazu, die wir dann, wenn wir sie verwenden. Dann legt ihr sie euch gegengleich hin. Und zwar, dass einmal links das zweite Feld und das zweite Feld von rechts 4,5 cm hat. Das ist nur ein so ein schmales. Die anderen sind alle breiter. So, dann falzen wir, fangen wir links an, dann falzen wir das nach hinten, einmal nach vor und noch einmal nach hinten. Dann haben wir das so. Da machen wir es genauso, da fangen wir rechts außen an. Wir falzen die erste Falz nach hinten, die zweite nach vorne und die dritte nach hinten. Und dann könnt ihr natürlich mit einem Falzbein dann noch einmal drüber gehen. So, jetzt muss ich noch mal schauen.
Ich habe es mit Bleistift mir so draufgeschrieben, weil da kommt der Designerpapier drauf. Das heißt, nee, ist falsch. Das letzte wird auch nach vorne gefalzt, weil da wird unsere Front aufgeklebt. Genau. Ne, das stimmt doch auch nicht. Doch, 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 doch. Stimmt, stimmt. Weil das wird so umgeklappt. Das machen wir nämlich jetzt gleich. Also ihr stellt es dann einmal so vor euch hin, dass das zweite Feld und von rechts und von links das schmälste ist. Schmalste, schmaleste. 4,5 cm. Dann legt ihr euch das so hin. Und die zwei klappt dann nach außen. Und dann wird es so aneinander geschoben, sage ich einmal. Und dann festige ich mir das. Am besten mit doppelseitigem Klebeband. Ja, nicht unbedingt jetzt mit, obwohl kann man auch machen, mit Tesa. Ich nehme ein kleines Stück Tesa, nur dass es ein bisschen fixiert wird. Nicht unbedingt jetzt von oben bis unten kleben. Nur da so, dass es zusammenhält. Na? Genau. Genau. Und da kommt jetzt eine Front drauf in der gleichen Farbe. Ich arbeite da mit Basic Beige. Und zwar braucht ihr einmal Farbkarton 10 mal 10,5, wobei die Höhe 10,5 ist. Ne? Wir haben das ja da geteilt, 10,5. Deswegen müsst ihr dann mit dem Designerpapier auch immer aufpassen, dass die längere Seite die Hochkantseite ist. Ist jetzt bei, wenn man sowas abstrakt, wenn man was Abstraktes an Designerpapier hat, was einfach nur, ja, sowas, ne, wie ich das jetzt heute verwende, dann ist es egal. Aber wenn man sowas hat, wo eine Blume oder irgendwas, nicht, dass es dann Kopf steht oder seitlich die Blume liegt. So, das war das. Das können wir jetzt gleich aufkleben. Das heißt, wir streichen uns das mit Tombow ein. Und kleben das jetzt bündig hier drauf. Muss ich mal ein bisschen davor. Ich hoffe, ich bin nicht im Bild. So, dann passt das nämlich da genau drauf. So, da habe ich es auch nochmal hingeschrieben. Das ist so die Höhe, damit ich es richtig drauf mache. Das kann man ja machen, weil man dann Designerpapier draufklebt. Wieso ist denn das jetzt breiter? Da habe ich wohl nicht richtig gemessen. Dann nehme ich mir meine Schere und schneide mir das da noch ab. Da schaut es vom unteren Teil, von dem geklappten, schauen jetzt 2 mm vor, aber das ist nicht so schlimm. So, also, dann ist das so eure Karte. Wenn man die nämlich dann zusammenfaltet, so. Na, dann kann man die so und dann passt die nämlich auch schön in den Umschlag. Die hat praktisch die Maße. Die hat die Maße 14 mal genau 14 mal 10,5 und dann passt die nämlich auch in den Umschlag rein und so kann man sie dann aufstellen. So, also dann braucht ihr für hier natürlich zum Verzieren habe ich jetzt schon vorbereitet. Mein Designerpapier für die Front ist 9,6 mal 10,1 Höhe. Ne? Ich mache immer 4 mm Unterschied, keine 5, aber das ist egal. Ihr könnt auch 10 mal 10 mal 9,5 machen. Und da habe ich mir einmal von dem
aus dem, ja, ich sollte vielleicht noch mal kurz sagen, das Designerpapier ist aus dem Herbst-Winter-Katalog, aus dem aktuellen von 2024. Ich sage das nur gerne dazu, falls ihr das Video nächstes Jahr dann nochmal anschaut. Dann kann es sein, dass es das Papier ja dann nicht mehr gibt. Das heißt elegante Weihnachtszeit und hat wunderschöne Farben in Moosgrün, im Pfauengrün, Gold, Basic Beige. Was haben wir noch? Lagunenblau, Olivgrün, Glutrot. Also alles so abstrakt gemustert, ne? Mit Gold. Toll. Und da habe ich mir jetzt eine Rückseite genommen. Das ist Basic Beige mit Gold. Und da habe ich mir die Rückseite genommen. Und das kann man ja auch bestempeln. Das mache ich mir jetzt daher. Und dann habe ich mir auch aus dem Herbst-Winter-Katalog habe ich mir ein Stanzteil genommen aus dem Set. Das ist ein Produktpaket mit Stempelset und die Schneeflocke ist oder Kristall ist nämlich da als Stanzteil dabei. Einfach einzigartig. Und das andere, ne, das habe ich jetzt gar nicht benutzt. Ne, okay. Wenn ihr noch einen Herbst-Winter-Katalog noch möchtet, könnt ihr euch bei mir melden, dann schicke ich euch gerne einen zu. So, das klebe ich mir da auf. Und da habe ich jetzt einmal das Stanzteil einmal aufgestempelt und einmal mit dem Stanzteil. Das hat zwei Teile praktisch. Einmal das kleine Innenteil, das habe ich mir dreimal, mal schauen, wie oft ich es brauche, ausgestanzt. Das sind noch die. Muss ich noch rausmachen. Ja, so, ne? Die Schneekristalle und einmal den Umfang. Und den Umfang habe ich mir ausgestanzt aus diesem Aufleger. Ich habe das vorher hingelegt, damit es auch hinpasst so. Und ne, das ist außen und innen. Und habe mir in Pergament. Wo ist es hingeflogen? Wo ist es denn jetzt hin? Hä? Ein Stanzteil ist weg. Sitzt da runter gewurschtelt. Na also. Das gibt's doch nicht. Menno. Was ist reingelegt? Nee. Ne, das ist das Ausgestanzte da. Und da habe ich mir eigentlich ein Stanzteil in Pergament. Also, da liegt es. Das habt ihr bestimmt jetzt schon gesehen, ne? Wenn das da liegt. Ne, sagt nichts. Aus Pergament. Ich habe das erst gestempelt. Auf Pergament. Das war noch von unserem Pergament, von dem Vellum. Das ist ein bisschen ein kräftigeres, das nicht gleich reißt und knickt. Gibt es leider nicht mehr im Katalog, aber vielleicht treibt ihr euch ja irgendwo eins auf. Wenn dann nicht so ein ganz dünnes Pergament nehmen, es lässt sich schöner verarbeiten dann. Ne? Also, das habe ich auch mit Waldmoos, genau wie das hier, gestempelt. Der Stempelgruß ist aus, ein Gruß mit viel Liebe zum Fest, ist vom letzten Jahr, leider nicht mehr im Katalog. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich das da so rein. Mit Pergament da drauf könnt ihr natürlich nur, damit man das lesen kann, oder ihr müsst es embossen. Wenn da kein dunkler Hintergrund ist, jetzt muss ich das auch wieder, mein Bleistift hier wegradieren. Damit man das nicht sieht. Aber das wird man nicht durchsehen, denke ich. Und dann klebe ich mir den da rein und dann habe ich nämlich einen besonders schönen Effekt. Als Klebematerial empfiehlt sich entweder ein Abroller oder doppelseitiges Klebeband. Das streiche ich mir jetzt mit dem Abroller ein.
und setze das jetzt ganz genau, fast genau da rein. So, cool. Gefällt mir. Okay, so. Dieses, jenes, dann brauchen wir die kleinen Designerpapiere. Und zwar braucht ihr jeweils zwei Stück in 4,1 x 10,1 oder 4 x 10 und zwei Stück in 5,1 x 10,1 oder 5 x 10. Wobei die lange Seite wieder die Hochkantlänge ist, ne? Zwecks Motiv. So, jetzt kommt natürlich die schmalen Teile da drauf. Das ist ein schönes Designerpapier. Die großen an die Seite. Toll. Gold, edel und nicht zu überladen. Das gefällt mir schon immer gut. Die, ja, manche Karten, wenn ich sehe, die so überladen sind, das Da wirkt es irgendwie dann gar nicht, aber es ist Geschmackssache. Die Ausgestaltung, die Deko ist ja immer Geschmackssache. So, ne? Schön, edel. So, jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, also ich mag es jetzt bei dem hellen Papier, Grundpapier nicht. Wenn ihr aber einen dunklen Farbkarton habt, dann könnt ihr da und da könnt ihr ein Beschriftungsfeld hinmachen oder da und da. Ne? Das hätte dann, also ich würde zwei machen, daher, so wie ich es da gemacht habe. 5,5 x 10,1 ungefähr, das könnt ihr euch ja ausmessen. Und dann habt ihr da ein Beschriftungsfeld. Na? So, dann habe ich mir ja noch die Kristalle, die Schneekristalle oder Eiskristalle ja noch ausgestanzt. Und zwar habe ich die aus dem Designerpapier ausgestanzt. Dann passt das nämlich sowieso gut dazu. Jawohl, habe ich da auch alles? Da ist noch eins. Ja, so. Und da kann man jetzt da noch die Flocken ein bisschen tanzen lassen. Dann nehme ich mir meine Silikonunterlage. Mal schauen, dass ich im Bild bin. Und nehme mir wieder meinen Abroller. Ich habe mir da einen Fremden bestellen bzw. kaufen müssen neulich, wo ich unterwegs war, weil ich vergessen habe mitzubestellen. Gibt es ja von Stampin' Up auch. Ein Flink und Fest. Ja, der ist nicht so toll. Man kann auch mit einem Flüssigkleber ganz vorsichtig auf ein paar Flächen. So, dann mache ich das nämlich doch so, hä? Einmal. Das mache ich auch. Das ist vielleicht besser. Man kann auch hergehen, kann da sich ein Bätzchen hinmachen. Das habe ich neulich auch schon mal gesehen, das wollte ich auch schon ausprobieren. Und dann nimmt man sich ein Schwämmchen, sowas. Gibt es ja in rund oder in eckig oder so und die kann man ein bisschen zusammenschneiden. Und dann tupft man da so ein bisschen ein und dann kann man da nämlich auch drauf tupfen. So. Und dann habe ich noch einen. Brauche ich noch ein bisschen Kleber. Der Tombow, der trocknet ja recht schnell. So, einfach ein bisschen auftupfen. So, ups. Vorsichtig.
ist die Mutter der Porzellankiste. Und den mache ich jetzt noch daher. Oh, da ist aber auch Gold dabei, das sieht man nicht so. Ne? So. Ja. Mach mal so. Genau. Jetzt habe ich gewackelt, Entschuldigung. So, ihr Lieben. Dann, was fehlt noch? Steinchen, Steinchen. Bling, bling. Da habe ich vom Jahreskatalog Steinchen, die heißen Perlenschmuck in Blüte. Da ist Gartengrün, Gold, Blütenrosa und Pfauengrün. Waldmus ist da jetzt nicht dabei, aber ich wollte, glaube ich, sowieso die goldenen nehmen. Da mache ich mir da einen rein. Eine Karte steht Kopf. Die gehört so rum. Den gerade, ich habe doch den Spruch richtig gestempelt. Und wenn, dann wäre es ja wurscht. Ich dürfte es bloß nicht verkehrt rum einkleben, ne? 1, 2, 3, 4. Man macht eine ungerade Zahl, haben wir gesagt. Ist auch so ein ungeschriebenes Gesetz. Ja, die sind aus dem Jahreskatalog, hatte ich schon erwähnt. Und schon ist die Karte fertig. Also ich finde, sie geht recht schnell. Ich meine, wenn man solche Sachen macht mit dem mehrfach ausstanzen und reinkleben und stempeln, macht vielleicht ein bisschen Aufwand. Also für eine Massenproduktion, 20 Karten oder so, würde ich es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt machen. Wobei, wenn man weiß, was man macht, wenn ich für unsere Teammädels, wenn ich da Karten mache oder für die Swaps, dann mache ich einen Prototyp mit diesen hier jetzt. Und dann schreibe ich mir auf, ich brauche 20 mal die Grundkarte, 20 mal das Stanzteil, 20 mal, ne, wenn es gleich werden soll. Oder bei Einladungskarten oder so. Das habe ich auch kürzlich gemacht. Und ja, so, toll. Gefällt mir, super gut. Und der Beschenkte kann sie natürlich ein bisschen als Deko stehen lassen. Und das gefällt mir an Aufstellkarten so gut. Also die ist wirklich schnell gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr dürft mir gerne einen Daumen hoch da lassen, ihr dürft mich abonnieren, meinen Kanal, und dann verpasst ihr auch die nächsten Videos nicht. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß, und das war jetzt meine erste Weihnachtskarte dieses Jahr, weil ich schon so viele jetzt gesehen habe, habe ich mir gedacht, muss ich jetzt auch oder könnte ich jetzt auch mal auf Weihnachten was machen, weil doch viele schon mit dem Basteleien anfangen. Und ja, also die Kartenform, die werde ich bestimmt noch öfter machen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.